Man sagt ja so im Allgemeinen, etwas ist gut für Körper, Geist und Seele. Wir wollten mal wissen, was verstehen die Menschen eigentlich unter dem Begriff Seele? Und deshalb sind wir in die Fußgängerzone gegangen, um das mal wieder rauszufinden. Kann ich nicht beantworten. Wir sind alle katholisch. Okay. Gut, gut, warte. Nix am Hut. Ich schätze mal, jeder hat eine Seele, nur ich würde sie jetzt nicht beschreiben können. Okay. Ich würde nicht sagen, ob das jetzt was Fassbares ist oder ich schätze mal, das ist meine Seele oder Seele ist so das, was der Mensch hinterlassen hat vielleicht. Ist halt hier im Menschen so drin, seine Seele. Also ist halt, die Seele ist halt, ich sage immer, das ist das Gute von Menschen. Aber kann man immer gut kennen, ob es ein guter oder ein schlechter Mensch ist. Wenn Mensch eine gute Seele hat, ist er auch. Schlechte Menschen haben keine Seele? Was? Die haben auch eine Seele, ne? Aber ich weiß nicht. Schlechte Menschen, ja. Man sagt ja immer, das ist eine gute Seele, die ist ein Mensch, ne? So gut ist. Von Gott also hineingegeben in sich sein. Die Psyche im Griechischen. Okay. Ach, ich bin gar nicht in der Lage, jetzt eine philosophische Antwort zu geben. Alles Gute, ne? Die Seele ist das, was da Leute beschreiben. Das, was ja, den Menschen ausmacht. Das, was zu Gott wieder kommt. Das okay. Ist nämlich die Seele. Okay. Und das kommt wieder zu Gott zurück. Und was kommt zurück? Der Mensch mit der Seele, also der Körper mit der Seele, kommt zu Gott zurück. Das ist das Innere des Menschen. Das Innere? Des Menschen. Okay. Das heißt, das ist nur in den Menschen drin? Seele ist im Kopf und ja, man sieht sie nicht, man hört sie nicht. Und die Seele ist eigentlich unbeschreiblich, aber jeder hat eine Seele. Unser Inneres, also die Seele ist ja unsterblich. Okay. Der Glaube sagt ja, der Körper verfällt, aber die Seele ist unsterblich, lebt ewig. Und dadurch sind wir ja das Ebenbild Gottes. Ja, also das war recht interessant und lustig. Wir haben im christlichen Verständnis diese Idee, dass man eine Seele hat. Aber die Frage ist dann, wer hat dann die Seele? Wer ist dann der Besitzer der Seele? Und das ist dann nicht so ganz zu beantworten. Im vedischen Verständnis wird beschrieben, wir sind die Seele, wir sind das Selbst, ist die Seele. Und die Seele ist das, was den Körper mit Bewusstsein durchdringt. Und was das eine Mädchen gesagt hat, war recht gut. Man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht hören. In der Bhagavad Gita wird beschrieben, sie kann nicht zerschnitten werden oder verbrannt. Sie ist unzerstörbar. Sie entsteht nicht und sie wird nicht kaputt gemacht von irgendjemand. Sie löst sich auch nicht auf, sondern sie ist vollkommen über dem Einfluss der materiellen Welt. Und die Eigenschaften der Seele sind Ewigkeit, Glückseligkeit und Bewusstsein oder Weisheit. Deshalb, das sind auch die Dinge, nach denen jeder strebt. Die Seele ist im Körper drin und macht erstmal, dass überhaupt der Körper lebendig ist. Sobald die Seele aus dem Körper raus ist, ist es ein toter Körper. Deshalb, überall, wo man Leben wahrnimmt, kann man sicher sein, dass eine Seele da ist, weil sonst ist es nur tote Materie. So manchmal sagt man, das ist eine alte Seele oder eine junge Seele oder die Seele kann krank werden oder so. So, in der Bhagavad Gita wird gesagt, die Seele ist wie die Sonne, die ist immer unberührt von allem, was geschieht. Aber im feinstofflichen Körper können Bedeckungen kommen durch unser Handeln, durch unser Umfeld und so. Und dadurch können unser feinstofflicher Körper kann beeinflusst werden. Das hat aber eigentlich nichts mit der Seele direkt zu tun. Die Seele ist immer der Beobachter, der
eigentlich das nur wahrnimmt. Und in dem Maße, wie wir verstehen, dass wir nicht diese Körper sind, dass wir nicht Deutsch oder Russisch sind, dass wir nicht Christen oder Hindus oder Moslems sind, dass wir nicht jung oder alt sind, sondern das wahre Selbst erkennen, in dem Moment gibt es einmal innere Zufriedenheit und Harmonie, eine Gelassenheit, was uns manchmal fehlt in Deutschland. Und zum anderen ist das auch die Quelle, dass es keine Kriege und keine Dualität mehr gibt in dieser Welt. Wenn jeder versteht, dass man das Selbst ist und nicht der Körper, dann wird man nicht mehr aufgrund von Äußerlichkeit diskriminieren. Deshalb ist eine sehr wesentliche, grundlegende Erkenntnis. In Veden wird gesagt, das ist das, was den Mensch zum Mensch macht, dass er versteht, wer er eigentlich ist. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. In der Bhagavad Gita ist ein sehr schönes Bild, wo beschrieben wird, wie die Seele und der Körper zusammenhängt, wie das alles miteinander funktioniert. Und wir nehmen uns einfach mal eine Bhagavad Gita zur Hand. Vielen Dank. Und zwar wird da beschrieben, dass die Sinne sind wie die Pferde, die den Wagen führen. Der Geist ist wie die Zügel, wo die Sinne zusammenkommen. Die Intelligenz, das Unterscheidungsvermögen, ist wie der Wagenlenker. Und hier hinten der Fahrgast ist das Selbst oder die Seele. Ja, das heißt, die Sinne, die wollen in dieser Welt alle möglichen Dinge erfahren. Der Geist ist das, was denkt, was fühlt, was wahrnimmt, was verarbeitet und Anhaftung und Ablehnung hat und da immer unterscheidet. Und die Intelligenz ist das, was das Ratio, das Urteilsvermögen beinhaltet. Und das Selbst ist sozusagen der Fahrer in dem Körper. Und je nachdem, ob er lernt, die Muppe zu fahren, je nachdem, ob er lernt, die Pferde zu zügeln oder nicht, da kommt er in seinem Leben an. Das war interessant.